Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Spiel. Ich habe mir mal wieder den Kevin dazu geholt. Servus, Freunde. Und wir gucken uns das Match des Jahrhunderts an. Snoko Five Color gegen Five Color Jackpie. Welcome to Legacy. Welcome to Legacy. Wird bunt heute. Ja, das auf jeden Fall. Wobei beide Decks, glaube ich, blau als Hauptfarbe haben. Mhm. Der Unterschied ist halt, dass Frederik in seinem Snoko wesentlich grünlastiger ist. Okay, inwiefern grünlastiger? Er spielt die Kotals. Mhm. Er hat zwei Uros drin, ja. Drei Okos, Veil of Summer im Sideboard und so weiter. Wohingegen das Jackpile, Abrupt Decay natürlich, wohingegen das Jackpile tatsächlich nur mit den Abrupt Decays und Libraries in und grün Oko. Ist und Oko in grün ist. Ja, und ein Uro, oder? Ein einziger, ja, ja genau. Weil vielleicht Karte. So zwei, genau. Dafür ist das, der Weißanteil auch höher bei dem Five Color Snoko, wohingegen der Schwarzanteil halt weniger ist. Also wie in mein Tefirit. Ja, das wird nicht funktionieren. Der wird weggehen müssen, weil ich glaube, wer den Tefirit in dem Match resolved, der gewinnt. Ja, also tatsächlich gewinnt derjenige, der weniger Mist zieht, weil beide Decks haben eine Menge Müll drin gegeneinander. Okay. Swords to Plowshares sind halt nicht so geil, wenn du halt nur Strixes und Schlangen triffst. War ein Uro, aber da... Will man eigentlich auch nicht, weil die sechs Leben, die der Gegner bekommt, sind halt fast, fast unschlagbar. Ja, das stimmt. Des Weiteren ist der Unterschied, wie gesagt, dass das Five-Color-Jackpile Discard besitzt, und zwar einiges an Discard. Wohingegen hier das Five-Color-Snowcore ohne Discard auskommt. Dafür mehr Cantrips. Cantrips, Counter, also so dieser komische Stuff, den man eigentlich nicht braucht. Ja. Double Brainstorm. Also hier zeigt sich auch so ein bisschen, wie wichtig es ist, dass dieser Tevri nicht resolved. Den will er nicht, ne. Das merkt man direkt. Mhm. Er zwingt halt, der Tevri zwingt dem Gegner sein Spiel auf. Ich merke das ja selbst und er will ihn auch haben. Force of Negation pitcht den Nicole Pohl, Force of Negation pitcht den, Patch, den Snapcaster. Force of Will pitcht den Bolas. Nicole Bolas Dragon God. Ich glaube, Dragon God. Ja, das DK, das ist sehr, sehr bitter. Sehr bitter. Das DK muss er doch gerade getopdeckt haben, weil sonst hätte er... Niemals das Negation da reingehauen. Nein, ja. Ich denke auch nicht. Auf der anderen Seite ist er so gleichzeitig auch die Nicole Bolas losgeworden. Und ich denke, ja, ich denke auch, dass die Nicole Bolas hier zu pitchen, wenn man irgendeinen anderen Pitch hat, egal was für ein anderer Pitch, wäre es, glaube ich, besser gewesen, was anderes zu pitchen. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass da noch was anderes großartig auf der Hand ist zum Pitchen. Was... Kostet der in der Farbidentität? Ein rotes, ein blaues, drei schwarze. Ein rotes, ein blaues, drei schwarze. Okay, der hätte ja gut, der hätte es eh nicht resolved kriegt. Ja, in zwei Runden. Easy peasy. Verstehe auch nicht, warum alle gegen den haten. Der ist super. Ich hätte nicht gegen den. Der ist super. Wenn man zwei Oko-Aktivierungen pro Runde hat, ist das schon ziemlich Banane. Glaube ich. Ich habe das Deck von dir auch schon gespielt, Mann, ja. FNM. Und ja, okay. Das Einzige, was ich mit ihm gemacht habe, war ihn in Force zu pitchen tatsächlich. Ja. Mit dem Bolas. Ja. Da wurde schon wieder mit der Force of Negation gearbeitet. Mittlerweile die Handkarten relativ runter. Zwei Force of Negation Main? Ja. Da kommt der eigene Oko, Full Art Oko. Meiner Meinung nach der hübschere Oko. Aber es gibt ganz, ganz viele, die den wesentlich hässlicher finden. Ich weiß nicht, das sieht aus wie so gerade vom Swinger-Treffen zurück. So. Wie Freddy am Wochenende, ne? Meiner Meinung nach der wesentlich hübschere. Ja, aber an sich... hier der Oko natürlich sehr, sehr gut. Hübsche Token übrigens. Ich muss das immer mal wieder erwähnen, wenn ihr Interesse an Token habt. Unten in den Kommentaren ist auch ein Link und auch Codes. Und damit unterstützt ihr auch den Channel so ein bisschen. Also wenn ihr Tokens haben wollt, könnt ihr da mal reingucken. 5 Mana, Tap, Go ist halt nicht so geil im Augen. Jetzt kommt der Elch, ja. Dann kommt der Beat. Wie sieht es mit Handkarten aus? Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Ich glaube, es sind noch ein oder zwei Handkarten beim Snowco. Also der Five-Color-Spieler drei, hat sehe noch ich. Drei. Ja. Ja. Und das trotz Force of Negation, Doppel-Force of Negation. Mhm. Das ist schon natürlich gut, schon... zwei Brainstorms, ne? Die ersetzen sich dann auch nochmal. Ja, die ersetzen sich einfach direkt. Ja. Ziehen hier nicht wirklich. Wer hat da angefangen? Ich glaube, der Five-Color-Spieler. Five-Color. Der Five-Color-Spieler. Ja, der Tech-Five-Spieler. Das Five-Color-Snoko. Warum Five-Color? Weil ein Pyroblast im Sideboard. Drei, genau wie das Five. Und theoretisch ist bei einem Snoko sogar noch mehr Rot drin.
Er hat From the Ashes. From the Ashes, Zeit. Stimmt, das hat er auch noch. Da kommt das DK. Und der Five Color Jackpile in diesem Fall hat nur Pyroblast, drei Stück. Also theoretisch ist sogar in dem Five Color Snowco mehr Rot drin als in dem Five Color Jackpile. Wobei ich natürlich mit dem Nicol Bolas nicht gerechnet habe. Der ist auch rot. Da ist auch rot drauf. Der zählt ja. Dann ja Mainboard schon. Sogar Alter, das ist natürlich hier. Jetzt wird's magisch, Freunde. Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oh, der Jace. Und dieser Planeswalker War, der ja, das ist pures Planeswalker War. Es ist einfach nur, wer hat den cooleren Freund. Ja. Hier hätte ich wahrscheinlich aber gebounced. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum hier gebrainstormt wird. Es sei denn, man hat irgendwie eine Strix auf der Hand. Die Strix wird auch im Five-Color-Checkpile gespielt über der Snake, weil man nicht so viel Grün Snake, hat. Genau. Ponder? Nee, ich denke, war es tatsächlich ein Fehler. Zu Brainstorm hätte man, glaube ich, bouncen hätte müssen. Hätte man den Elch gebounced, dann hätte man den noch durchgekriegt. Einfach vielleicht ein bisschen ist noch Zeit. Das Schwert auf der Hand. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich mache mal den Kopf ein bisschen. Nee, ist ein Abrupt. Ja, der geht einfach der Jace. Das war dämlich. Also ein teurer Brainstorm. Und das Ponder liegt auch noch da, verwirrungsstiftend. Ja. Man merkt einfach, in dieser Zeit hat man einfach nicht mehr so die Konzentration, Karten zu spielen. Ja, ich sag, am Computer passiert das alles von alleine. Ja, warum liegt hier so eine Karte? Der Computer kann das alleine. Brainstorm kenne ich nichts. Der auch in der Arena drin. hier kommt der Uro, da wird wahrscheinlich jetzt gleich ein Schwert drauf liegen. Ja gut, der ETB kommt ja, wenn er nicht gecountert wird. Ja, auf den ETB wird gefetcht. Dann wird auf den ETB geswordet. Dann kommt ein Drowned Loch, dass das Swords to Plowshares countert, das über dem Fetch, über dem ETB liegt. Ach, willkommen zu Legacy. Hier haben die Menschen noch Spaß. Lass den Stack wachsen. Ja. Gut. Uro natürlich gucken, mittlerweile auch eine durchkommt. Adaption, die sehr, sehr krass geworden ist. Also es sind super viele Uros mittlerweile auch unterwegs. Ich spiele ja auch einen. Ich bin ja auch im Willing und vielleicht zwei Spiele. Und deswegen ist jetzt auch, ich habe es schon gesehen auf der Hand, die Karte, der absolute Wahnsinn. Mainboard Cling to Dust. Sehr schön, ja. Wirklich, wirklich gut bei den ganzen Uro-Geschisse. Ja, auch bei Snapcastern. Ja, ja. Da genau. Gibt es ja so einiges. Oder man geht ja auch einfach nur hin und kann jetzt einfach nur, wenn jetzt zum Beispiel der Checkpile-Spieler mal eine Runde nichts macht und man als Snowco-Spieler eh nichts anderes vorhat, kann man doch einfach mal eine Karte ziehen für fünf Karten aus dem Sideboard, aus dem Friedhof. Das ist schon okay. Fünf Escape und vier kostet der Spaß. Ja, aber das ist, wie gesagt, wenn man eh Mana offen hatte, bevor man nichts macht, macht man lieber das. Ich denke auch. Da ist die Baleful Strix. Ja, gute Karte. Ich bin immer noch Fan von der Snake. Ja, die Strix. Man sieht hier auch einen ganz krassen Unterschied in der Mana-Basis der beiden Decks. Ja. Die paar Basics da drüben und beim Five-Color-Checkpile. Ja, der Five-Color-Checkpile spielt Dekadenz. Ja. Five-Color-Checkpile spielt halt zwei bis drei Basics, wohingegen halt Five-Color-Snowco gerade mal zwei bis drei Duels spielt. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz, ganz krasser Unterschied. Ich glaube nicht, dass es wirklich möglich ist, konstant die Kotl mit Death Touch aufs Board zu bringen. Ich denke nicht im Five-Color-Checkpile. Habe ich ja auch Probleme mit. Und ich bin ja Four-Color in meinem. Habe aber auch wesentlich mehr Duels als der Snowco-Spieler. Mit zwei Drops, Savannah, Uzi. Da ist noch ein Swords auf den Snappy geflogen. Ich glaube, das Abrupt Decay, was gerade gefressen werden sollte, wurde geflashbackt mit dem Snappy. Mhm. Auf den Elchen. Dadurch ist das Target weg und das Cling to Dust fizzelt. Genau. Brainstorm wird Hardcard geforst. Oh, Snapcaster, Drown the Loch. Weiß ich nicht, ob das so ein guter Play ist. Ob man den Brainstorm wirklich so sehr braucht. Ja, ich wollte gerade sagen, den hätte ich. Denke tatsächlich nicht. Man verliert ja dann auch nochmal eine Handkarte, die man im Brainstorm mehr hätte. Brainstorm zieht ja auch nur eine Karte, ne? Wissen wir ja, haben wir ja gelernt. Ja, yeah, zieht ja auch nur eine Karte, ist korrekt. Ach, dann ist ja wie hier. Ja, da kam der Beat runter auf 20. Ist wie Opt, meinst du? Wie Opt, genau. Opt mit Scry 2. Oh, Abrupt Decay auf der Hand behalten für eben genau die Library Mainboard. Ja. Zwei Stück, glaube ich sogar. Zwei, das ist stark. Ich glaube sogar zwei.
Also man sieht hier auch den Grünanteil, der ist wesentlich krasser. Man sieht auch, finde ich, ganz krass, ich meine, ich sitze hier auch wieder mit einem 4-5-Color-Spieler am Tisch und man sieht, glaube ich, meiner Meinung nach ganz krass, wo, aus welchem Milieu wir herkommen, aus welchem Deck wir kommen, aus welcher Richtung wir kommen. Du mit dem Vegan-Pile eher aus Richtung Maverick, mit kreaturenlastig, Green Sun und so weiter. Frederik in dem Fall mit mehr diesem Barn Miracle Control Stil. Und ich komme halt aus dem Rix Control. Ja. Und dementsprechend sieht man das, glaube ich, obwohl alle Five-Color spielen, alle ähnliche Karten spielen, alle mit Astrolab, mit Brainstorm, mit einer Art von Baleful Strix, Swords to Plowshares und so weiter. Das sind ja alles, man müsste ja denken, das sind eigentlich dieselben Decks, aber sie spielen so unterschiedlich. Das stimmt. Sind auch immer super schöne Matches. Egal, jetzt wenn ich gegen dich spiele, gegen Checkpile, gegen Freddy. Macht hier ist Spaß. Einfach immer Draw Go von dem Snowcore-Spieler, der scheint anscheinend nicht so viel zu ziehen. Er wartet, er lauert. Ponne, Hardcast Force, dann Beat für 3. Man ist hier auf 5 als Snowcore-Spieler. 5-7, das ist natürlich nicht so geil. Vielleicht kommt er noch mal raus. Was ist Terminus? Gibt es das? Spielt er das? Nein, nicht in dem Five-Color-Deck. Da kommt aber auch Uro, das kommt auf jeden auch Fall ein bisschen Zeit. Da kommt... Wie viele Drawn in the Loch spielt? Zwei. Es fühlt sich immer so viel an wegen Snapcaster. Ja, ich denke genau, dass man hier einfach versucht, möglichst schnell zu sein, jetzt den zweiten auch noch irgendwie versucht wegzuhaben. Damit man auf 2 ist. Es sind 2 Swords to Plowshares auf der Hand. Deshalb wollte man den wahrscheinlich drownen und nicht sworden. Hm. Aber so versucht man jetzt noch Karten rauszunehmen. Er bekommt halt jetzt wieder eine Menge Leben. 6 Leben, also 3 erstmal durch den ETB. Und dann nochmal 6, dann ist er auf 11 Leben wieder. Das dauert dann wieder. Also die Matches hierbei sind wirklich super swingy. Wer gerade mehr Kacke auf der Hand hat, verliert. Das ist halt wirklich leider so. Das stimmt. Im Exile bitte, den Uro. Ja, spätestens wenn er gleich versucht, ihn zu casten, dann wirst du es merken. Ja. 1, 2, 3, Brainstorm. Außer natürlich, er wurde hier irgendwann später nochmal gecastet. Dann wäre das natürlich ein Fehler, aber ich denke nicht. Dass nein, ja, das, ich glaube, das sollte jetzt so langsam, obwohl. Es sind wieder 11 Leben, also es sind wieder einige an Runden Zeit. Der Brainstorm zieht halt mit 3 Karten, das ist stark. Dead of Winter, so viel Schaden wie Snow Permanence. Minus X, minus X in Höhe der Permanence. Ja. Genau, und die Snow-Kreaturen kriegen keinen Schaden, daher auch die Kotal Oko Astrolab Gedöns, ja. Da ist er. Ja, Oko into Beat für 3. Plus Oko, Beat für 3. Ja, da würde ich jetzt auch die andere Astrolab in der nächsten Runde und die Glocken. Ja, wobei, jetzt ist tatsächlich, glaube ich, relevant, dass der Uro nicht richtig in den Grave gelegt wurde. Nicht ins Exile gelegt wurde. Okay. Weil jetzt kann er ihn mit dem Astrolab und generell konnte er ihn vorher auch schon casten. Also sobald er ihn castet, ist es eigentlich ein Spielfehler und da wird er ihn casten. Wir werden es jetzt gleich sehen. Haben. Doch, gleich. Das seht ihr nach der Werbung. Ja, genau. Genau das. Schreibt jetzt in die Kommentare. Castet Frederik. Ich kann mich leider an die Situation erinnern, weil ich habe mit ihm noch drüber diskutiert. Spoiler. Ja, dann können wir ab hier alles kacke. Ja, tschüss. Wir sehen uns dann im nächsten Video nächste Woche. Ich gucke mir ein paar Godzilla-Karten an. Ja, aber Oko hier natürlich richtig strong am Board. Oko ist schon eine Bereicherung auf alle Fälle für Legacy. Ich finde ihn nicht so stark. Auch nicht. Also es macht mir echt Spaß, damit zu spielen. Ich habe ihn am Anfang ziemlich gehatet. Auch dagegen zu spielen, finde ich nicht schlimmer. Genau, Ren 6 war auch meiner Meinung nach schlimmer. Viel schlimmer. Und ja, mittlerweile fahre ich ja auch mit Maverick wieder ganz gut. Auch wenn ich trotzdem gerne das 4-Color mal auspacke. Ja. Hier wird man auf 1 runter. Nee, kommt Kotal. Die Kotal. Das wird geswordet, bevor sie blockt. Drownloch, da kann noch ein Schwert kommen. Okay. Zweites Schwert wurde nicht gespielt, okay. Das gibt kein zweites Schwert mehr. Ja, das wurde schon gebrainstormt. Ah nee, wurde mit dem Ding. Okay, ich könnte mal 3 Leben. Und einer wird geblockt? Ja, oder? Gehen beide.
Hat er gezogen für die Schlange? Ja, hat er. Hatte ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Das sind aber auch immer, man hat immer mal kurz so Land, Go. Ja, genau. Und dann wieder und dann klack. Bam, bam, dann wird das ist das Schöne tatsächlich ein bisschen an dem Matchup, meiner Meinung nach. Bin ich jetzt durch. Aber jetzt ist mein letzter. Viel getradet, viel hin und her. Ja. Okay. Oh, TVI. Auch sehr, sehr, sehr strong. Weil auch er kann den Food-Token, genau. Ja, dann crackt man den da drauf und. Ja, trotzdem. Es war wichtig, dass der weg ist. So, erstmal das Draw, ja. Ja, durch den Ding. Aber da kommt noch ein Jace. Ah, habe ich nicht schön in die Kamera gehalten. Sieht man nicht, was oben drauf ist. Aber darf man anscheinend ziehen. Ja, dann Land. Würdest du ein Astrolab oben liegen lassen? Astrolab, ob ich es drunter lege oder nicht, ist irrelevant. Ja, eigentlich schon. Inquisition. Spielt dann Brainstorm drauf. Ja, in der Hoffnung, dass er halt etwas weglegen kann, was er nicht braucht. Also was vorzeigt, was er nicht machen kann. Ja, ja. Dann kommt neuer Food, dann kommt das Go. Also ich denke, hier gewinnt der Oko. Das Race, meiner Meinung nach. Früher oder später. Ja. Das sieht doch aus wie ein Teferi. Ja. Ja. Der muss weg. Da kommt ein Astrolab. Sehr, sehr gut. Auch hier einfach das Kartenziehen an sich, meiner Meinung nach. Also einfach mehr Antworten zu haben, gerade jetzt auch im Angesicht des Okos. Ist schon sehr, sehr wichtig. Was geht man jetzt mit dem Oko Face? Tötet man den Teferit? Meiner Meinung nach würde ich hier Face gehen. Man hat noch Zeit. Aber Kotl blockt so oder so. Kotl. Moment. Okay. Dann schwerte ich die. Ah, okay. Auf den ETB-Draw schwertert man lieber den Elch statt ihn zu drawen, statt ihn zu blocken. Zu traden, meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Einfach nur einen weiteren Blocker noch zu haben, denke ich. Er will jetzt über die Chase-Ulti gewinnen, ne? Genau. Hier geht man jetzt auch nur noch auf den Chase, meiner Meinung nach. Und den zu beschützen, ja, macht Kling to Dust zieht jetzt wieder eine Karte. Vielleicht hat er 2, 3, 4, 5. Jawohl. Okay. Wahrscheinlich hat er jetzt den Uro nochmal gesehen, hat dann gedacht, ey, ich habe ja noch einen Uro im Friedhof und kaste den jetzt in der nächsten Runde. Ich weiß es nicht. Wäre jetzt meine Vermutung? Wenn das überhaupt passiert. Ja. Vielleicht habe ich mich auch einfach falsch erinnert. Erinnert. Aber ich glaube, hier, das ist hier aber auch, glaube ich, relativ irrelevant. Weil der Jace schneller abgetickt ist, als der Oko mittlerweile zuhaut. Mhm. Der Oko braucht mittlerweile 4 oder 5 Runden, damit er zuhauen kann. Das ist ein Force, das kann er eigentlich haben. Würde ich auch, also. Ja, lässt er liegen, richtig. Mhm. Alles richtig gemacht. Ja, wird gefetcht. In der Hoffnung, dass man eben was zieht, was der Gegner noch nicht gesehen hat. Mhm. Immer mal wieder ganz nett. Meistens kriegt man dann Landen. Hym war es, wenn ich das richtig sehe. Hym Tuturak. Aus Modern Master. Nee, Eternal Masters. Man ist ja gar nicht im Modern drin. So, dann wird das Land abgeworfen. Da kommt wieder ein Food. Unermüdlich kommt der Food. Ja, hier zieht man dann wieder eine Karte. 1, 2. Man sieht aber auch an der Höhe der Bibliothek, dass man, glaube ich, soweit jetzt alles mal gesehen hat in jedem Deck. 5. Ich denke auch, dass da wirklich so das langsam, also ja. Grausam, das ist. Man spielt es auch dann. Aber es ist ja auch super swingy. Also man muss ja sehen, am Anfang war das Checkpile weit vorne, dann hat das Snoko nachgeholt, dann hat das Checkpile nochmal versucht nachzulegen. Und mittlerweile ist das Snoko wieder vorne. Es ist halt schon schön anzusehen, meiner Meinung nach. Auch hier als Kommentator, was das angeht.
Also wenn so ein Trade, ein Top-Deck nicht ganz passt, man findet da vielleicht mal nicht die Antwort gerade für den Planeswalker. Ja, dann wird es wieder zwei, spannend. 2, 3, 4. Da kommt der Uru, der nicht gecastet werden dürfte. Judge! Judge! Frederik selber hier, Judge. Ja. Na gut. Ist jetzt auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ja, und man, sowas kann auch passieren, meiner Meinung nach. Hat lange nicht gespielt. Aber ich glaube, hier geht es auch wirklich darum, ja. Hört man dann auch in den Dingen, wo es darum ging, von wegen, müsste das nicht im Exile liegen? Nee. Das wurde ja gekontert, das Schwert. Und das wurde eben nicht gekontert. Er wurde geschwertert. Ja. Also hier zieht man Karten. Ich weiß nicht, ob ich das noch nötig finde. Ich glaube, hier lässt man einfach Zeit liegen, meiner Meinung nach. Ja, oder fühlt sich ziemlich sicher und denkt sich, nimmt sich die Zeit noch mit. Der Checkpoint-Spieler hätte ja auch scoopen können. Ja, ich denke, das wird also auch nicht mehr so lange. Spätestens das Abrupt Decay jetzt noch, ja. Wo der Christian mich beim Storm-Spielen einfach hat spielen lassen. Ich muss ja auch irgendwann dann mal gewinnen. Ja, ich dachte auch so, schieb doch einfach zusammen. Nein. Gerade bei Storm-Spielern macht man das nicht. Die Leute spielen nicht Storm, weil es ein gutes Deck ist, sondern sie spielen Storm, weil sie es hassen, mit Gegnern zu spielen. Und mit sich selber spielen wollen. Ich will ja gar nicht mit mir selber spielen. Ich will nur sehen, dass der Gegner weiß, er hat verloren und aufgibt. Warum muss ich denn alles noch... Da musst du nicht Storm spielen, da musst du andere Decks spielen. Da musst du so Hardcore-Locks spielen. Okay. Das sind dann dieselben Leute, die dann mit Khan Astrolab zu Ende spielen. Könnte ich mir vielleicht auch noch mal angucken. So ein Prison-Deck habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich komme auch mit Khan. Ich habe Khan auch noch nie gespielt. Ja. Vielleicht... Ich kann dir demnächst auf jeden Fall... Es sei denn, bis das Video rauskommt, dann ist es natürlich was völlig anderes. Sind die Companions nicht mehr erlaubt, die ich spielen möchte. Aber wenn die bis jetzt noch legal sind, kann ich dir bis dahin bestimmt mal mein Fuchsdeck gegeben haben. Okay, das kriegen wir hin. Ja. Gute alte Zeder Bomberman. Ja, ansonsten... das Wasser! Das Wasser! Ja. Ansonsten... neues Game, wieder mit beidem Astrolab. Ich sehe einen Red Elemental Blast auf der Hand, zwei sogar und einen Meddling Mage und einen Abrupt Decay bei dem Snowco-Spieler. Das ist schon ziemlich gut. Meddling Mage spielt er im... Okay. Meddling Mage ist aber für beide Spieler oder nur für den Gegner? Für beide Spieler. Für beide Spieler. Okay. Ist aber ganz cool, wenn der Gegner Companions hat. Ja. Ist aber auch sonst tatsächlich ganz gut, wenn man einfach Sachen abschalten möchte. Es gibt ja auch viele Karten, die unterschiedlich sind bei den beiden Decks, auch wenn eine Menge gleich sind. Ja klar, also die Planeswalker spielen beide. Ich weiß nicht, in welcher Ausführung. Ich glaube, Frederik 2-2-2. Ich glaube, 2-3-2, ja. Drei Okos, 2 Tiferits, 2 Chase. Ja. Nee, 2-2-2 ist schon, 2-2 ist es. So ist es, genau. Stacktag noch tatsächlich online. Ja, was hat er gecallt? Du warst dabei, habe ich gehört. Mhm. Ich rate mal und sage... Nee, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Was callt man da? Ich würde hier wahrscheinlich Swords to Plowshares sagen. Ja? Ich habe jetzt die Hand nicht von ihm gesehen. Oh, hier wurde gar nichts gesagt. Er wurde einfach weggekontert. Ja, ansonsten, hier sieht man auch wieder die krassen Unterschiede. Also auf der Seite von dem Snowcore-Spieler haben wir schon 3 Basics, auf der Seite vom Checkpile-Spieler 3 Duels und 1 Basics. Mhm. Basic, nicht Basics. Ja gut, er spielt auch nur 3 der Checkpile-Spieler. Hier wieder das Interessante, man lässt den Oko resolven und blastet ihn danach, um ein mögliches Veil of Summer abzuwenden. Bei dem offenen blauen Mana des Five-Card mit der Astrolab. Habe ich nicht gesehen. Ja, man hat lange kein Magic mehr gespielt. Schlimm, ich vermisse es. Ja, ich auch. Aber demnächst wieder, hoffentlich. Vielleicht. Nein, eher nicht. Gut, aber hier jetzt der Brainstorm findet hoffentlich ein Fetch statt. No. Das ist ein bisschen Zeit. Das kann ziemlich eklig jetzt werden. Auf der anderen Seite mit 3 Mana nichts zu tun, zeigt eigentlich an, dass da eine Menge noch auf der Hand ist, was Removal und so weiter angeht. 2 Mana Strix. Ich
Ich glaube, die blastet man hier. Oh, da ist das Veil of Summer auch noch. Das besagte Veil of Summer, das hatte, weiß ich, ob es gezogen wurde. Sonst hätte es tatsächlich in den Oko gerettet. Mhm. Ist halt dann so die Sache, der Oko macht safe das Food Token, ne? Ja, oder ja, genau. Mal so aber der Food selber ist nicht so relevant. Oder? Hätte man jetzt hier eine der beiden Unheilskreuze in einen Elch verwandelt, dann wäre das was ganz anderes gewesen, aber so ist das, denke ich, vollkommen okay gewesen, das so zu machen. Hätte man machen können, ne? Ich habe einen Sport bisher nur auf der Hand gesehen und Abrupt Decay. Da kommt noch eine Eule. Junge, 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 Junge. Das könnte halt Snapcaster und Blast. Wenn man schon um die andere gekämpft hat, kämpft man um die hier auch. Und finally. Finally. Da geht der Kauz dahin. Ja. Bye bye, Hedwig. Dann 15 zu 19. Das ist schon ziemlich aggressiv hier. Ja. Ich meine, so zwei Pelfrüstzüge, das verdoppelt ja fast den Schaden. Ja, nicht nur fast. Gut, das kann halt auch mal wehtun mit so einem Muro, ne? Ja. Jetzt geht der Race los. Ja, 2 gegen 2. Ja, die Ausgangsposition ist halt bei dem Checkpoint-Spieler gerade besser. Findest du? Ich denke tatsächlich, dass gerade bei den Handkarten... Ja, die Handkarten jetzt nicht, aber es geht jetzt der Checkpoint-Spieler hier mit 3 Handkarten... Geht jetzt alleine ums Race. Ja. So, da kommt ein Uro. Ja, da sagt jetzt schon wieder, ja. Edge, da ist das, ich hab da doch mehr Leben. Wollte ich gerade sagen, da ist das Race wieder verloren. Ponder. Mehr Card Draw ist mehr gut. Ja. Er hat auch noch einen Land Drop, ne? Nee, er hat einen Land gespielt. Uro? Zusätzliches? Hat er nicht? Er hat kein zusätzliches Land gespielt durch Uro. Die Spellbomb hat mich sehr verwirrt, dass man die benutzt. Ja, Abrupt Decay auf das Astrolab. Weil eben man hier als Checkball-Spieler die Schwäche des Snow-Codex ausnutzen kann, dass es eben so viele Basics hat und wenig mit Duels spielt. Weil das ist nicht immer nur ein Vorteil, auch wenn Leute mir das einreden wollen. Und nur weil sie Banker sind, heißt das nicht, dass sie besser sind. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man entweder mit einer Menge Basics und den Astrolabs oder eine Menge Duel spielen sollte. Beides zusammen ist nicht so effektiv, meiner Meinung nach. Ja, das ist schon richtig. Also ich habe auch schon mit Collector Oof gegen so ein Deck gewonnen, weil ihm einfach dann das zweite Weiße fehlte für Council of Abrupt Decay. Was war denn noch die letzte Karte? Hat sie gesehen? Nee, leider nicht. Wir werden sie wahrscheinlich jetzt gleich sehen, wenn er die Hand kurz umdreht. Ponder. Alairi, noch nicht schlecht. Gute Karte. Ich bin halt hier sehr interessiert immer noch an der Spellbomb, wie man die einsetzt, warum man die einsetzen sollte. Ja, vielleicht hatte er genug, was er raustun konnte. Man zieht mit ihr halt auch einfach noch eine Karte, wenn man schwarzes Mana hat. Ne? Ich weiß, dass ich glaube jetzt, genau, jetzt wäre der Punkt, wo man mit Drown in the Loch, man hätte seinen eigenen Friedhof abblown können, auch wenn da ein Uro drin ist, und hätte damit die Library resolved. Ja, weil Drown in the Loch sagt, du zerstörst irgendwas mit so viele Länder, so viele Karten, wie du im Friedhof hast, gell? Nee, nicht zerstörst irgendwas, sondern hier geht es ums Countern. War gecountert. Ja, wäre aber pfiffig gewesen. Ich glaube, das ginge. Ich bin mir nicht sicher. Schreib es mir bitte jetzt in die Kommentare, ob das geht oder nicht. Ja. Genau. Aber hier behält man die Bombe eben genau gegen Uro. Das ist auch das, was der 5-Card-Checkball-Spieler jetzt genau möchte. Er will jetzt einfach nur sein Spiel spielen, ohne auf die Pole zu achten. Denke ich. Okay. Weil die Bombe selber halt eben das Spiel fast nicht beeinflusst. Ja, bei einem Snapcaster oder bei einem da kommt die Library auf der eigenen Seite, die kommt durch. Hand ist leer.
Jetzt weiß der Snoko-Spieler alles über seinen Gegner. Mhm. Jetzt die Frage, ob man irgendwie Astrolab findet oder Abrupt Decay. Vier Mana Jace, ja. Wenn man jetzt natürlich im Brainstorm noch einen Abrupt Decay findet, gehen die Library, dann ist man hier wieder vorne. Aktuell wieder das Checkpile wesentlich weiter vorne, meiner Meinung nach. Mhm, gerade schon. Trouble Loch macht aber auch nur eine Kreatur sonst kaputt, ne? Ja. Das ist keine bessere Ass-Trophy. Leider Gottes. Nee, leider nein. Deswegen oben drauf. Und abrupt, da hat man es abrupt gefunden. Richtig strong. Ja, und damit sieht das Board nicht mehr so geil aus für den Checkball-Spieler, sondern eher in favor von dem Snowco-Spieler. Jo, und das Plus ist plus zwei, ne? Genau. Und da kommt aber auch der Uro. Da kommt der Uro. Da wird dann drauf gebombt. Weil hier ein Fehler gemacht wurde. Man hätte hier tatsächlich fetchen können, bevor man den Uro spielt. Mhm. Hätte damit vier Länder gehabt und hätte einfach den Uro direkt recasten können. Weil wenn muss die Bombe auf den ETB-Träger geknackt werden, dann kriegt man den Uro nicht mit. Mhm. Oder man bekommt den Uro wieder aufs Feld. Stimmt. Die Bombe selber ist tatsächlich gar nicht mal so geil gegen Uro selber. Ja gut, dafür hat er jetzt einen Oko, ne? Das ist auch okay. Chase, ja, aber ich denke tatsächlich, dass es besser gewesen wäre, hier wirklich den Oko zu holen. Um die Glock einfach fertig zu machen. Ne? Genau, und ja auch einfach besser zu halten. Hier, die Astrolab hilft jetzt endlich, den Oko aus dem Friedhof von dem Snowcore-Spieler zu spielen. Das hat ja auch lange noch gedauert. Das ist genau der Grund, warum man versucht mit Checkball genau auf diese Sachen zu gehen. Ich sag euch, Collector-Oof. Ja, Collector-Oof, auch eine sehr gute Karte, gerade gegen Astrolab und so weiter. Ja. Funktioniert. Aber nicht in diesen beiden Decks, wenn dann im Vegan-Pie. Da habe ich aber auch genug, was ich glaube ich reinnehme. Ich weiß gar nicht, ob ich den mitboarden würde. Ich auch nicht. Ein Maverick auf alle Fälle. Ja gut, Maverick kann man ja auch Mainboard spielen. Mach ich ja. So, was hat man jetzt hier? Zwei Mana, wahrscheinlich zwei blaue. Nee. Oh mein Gott. Was ist das? From the ashes. Zerstört alle nicht. Through the ashes. Oder from the ashes. Ja, es zerstört alle Non-Basics und jeder darf so viele Basics reinbringen, wie im Länder zerstört wurden. Snapcaster? Das sind halt nicht so viele. Bei dem Checkpile-Spieler genau drei. Ja, zwei lagen ja schon. Ja, das ist das Problem. Snapcaster spielt hier irgendwas? Ich bin mir noch nicht sicher, was. Ich habe nur gesehen, dass Snapcaster gespielt wird. Ja, gut. Ist wahrscheinlich ein Brainstorm oder ein Ponder. Ne? Na. Da gehen die beide dahin. Oh, Abrupt Decay wieder auf die. Den ist auch sehr, sehr gut. Einfach nur, um den Oro jetzt wegzuhalten. Wenn jetzt der Oro sich umdreht und spielt, dann ist das Spiel relativ schnell gelaufen. Man hat immer noch zwei Strix da liegen. Die blocken den noch tot. Also schmeißt doch nicht so schnell das Handtuch. Ja, geht so. Man hat ja den Gegner jetzt auf sich kleben, danke der Fetch. Ganz, ganz hektisch wird's da. Ja, jetzt wird's hier spannend, Freunde. Ja. Endspurt. Schwert auf? Den Uro. Das, okay. Auf den ETB von dem Uro. Ist schon gecallt. Mm. Okay. Ja, auch das ist natürlich jetzt die Frage, ob man da nicht dann einfach den Oro resolven lässt und einfach mit einer Strix dann blockt. Gut, so hat man jetzt im Exile, jetzt wird nochmal darauf hingewiesen, ihn doch bitte ins Exile zu legen. Die Länder kommen drunter. Ja, aber Exile hat ja keine, gibt nur 15. 15 ist halt schon hart. Ja. Man legt gerade von 6 auf 15 Leben hochzugehen. In einem Strix Beatdown-Plan. Nicht so geil. Nee. Das könnte halt dann nochmal hinten raus gefährlich werden. Jetzt ja, kommt ich denke der End of Turn Brainstorm. Ja.
Ohne Fetchland. Ohne Fetchland Backup. Ja, das triggert hart. Hätte mir passieren können. Das triggert hart, muss ich immer wieder erwähnen, wenn ich den Blame Brainstorm dann sehe. Ja. Dass Kevin jetzt getriggert wäre. Ja, das habe ich ja schmerzlich lernen müssen. Wenn man von einem dicken Sauerländer angebrüllt wird. Der Burn-Spiel. Ja, und nicht unser Burn-Spieler. Nee. Wir müssen hier unsere ganzen dicken Sauerländer auseinanderhalten. Ja, wir haben definitiv zu viele dicke Sauerländer. Ich sehe es, komm, wir überleben morgen den Tag nicht mehr. Ja, das Video ist das noch nicht ausgestrahlt. Das ist ausgestrahlt, sind wir lange weg. Ja. So, jetzt das Well of Summer gecycelt? Nee, ja, benutzt, um halt den Strawn-Loch wegzuhaben, damit der Teferi hier das machen kann. Mhm. Und der Uro und der Draw und doch ein Land und da einfach alles, Dinge. Einfach alles. Interessanterweise hier wird der Teferi geplust. Der wird sehr hohes Value eingesetzt. Bounce Library. Das ist es. Hier hätte auch die Angriff, hätte hier auch auf den Teferi gehen müssen. Ja. Meiner Meinung nach. Damit er eben jetzt nicht einfach bouncen kann. Jetzt der Uro hätte trotzdem noch bouncen können. Dann wäre der Teferi aber dahin. Genau, das wäre auch okay. Jetzt wird es halt nur schwierig, wenn der Uro schon an Bord liegt und man nicht mehr angreifen kann und den Uro unbedingt blocken möchte. Ist halt zwei Runden Clock, ne? Mhm. 12 Leben. Darf man ja auch nicht vergessen, dass die einfach mit 6-6 auch noch so hart zuhauen, die beiden Titanen. Interessanterweise Kroxa aktuell ja im Uptick, gerade im Modern. Einfach weil Loros dann halt auch einfach stirbt gerade. Ja, aber das tun alle Formate. Das tut Magic seit Jahrzehnten. Ja gut, wenn man irgendwelche komischen Godzilla-Mutanten-Monster druckt, dann ist es, also ich kann es nur verstehen. Dass man stirbt, ja. Dass die Leute dann einfach auch sich so ein bisschen da von der ganzen Geschichte distanzieren. Ja, aber das ist ja auch jedem das Seine. Das haben die Leute schon gesagt bei den ganzen Expeditions, das haben die Leute gesagt bei Planeswalkern, das haben die Leute gesagt bei farbigen Artefakten. Ja. Egal was passiert, Magic geht immer unter und irgendwie wird es dann doch akzeptiert. Ja, es ist Kosten. Wie Frauen, ne? Man kann nicht mit, man kann nicht ohne. Ja, das stimmt. Das stimmt. Zum Glück guckt meine Freundin nee, das hier nicht. Das schicke ich ihr. Wenn nicht, schickt bitte Kevins Freundin das Video, wenn sie kennt. Verlinkt sie jetzt in den Kommentaren. Aber hier wieder, die beiden Decks gehen richtig runter und hier swingt das jetzt halt super hart. Hier blockt man doch mit der Strix. Ah ne, erst hat man den genau. Draw-Trigger und so weiter und so fort. Jetzt hat man immer noch den Pyroblast, den man halt an... Ah, man hat kein Rot. Nee, oder nicht? Ein paar Rust spielen. Ist das nicht ein Land ganz hinten auf der Hand? Das könnte ein Vista sein, ne? Hätte man das nicht mit dem Uro-Trigger ins Spiel bringen können? Ein Flooded Strand? Ich weiß es gar nicht so genau. Auch nicht. Ist ein Draw, ist hier ein Ponder? Oko. Ja, es ist halt auch echt viel Text auf dem Uro. Da kann man mal das ein oder andere vergessen, ne? Ja, oder wir sehen einfach die Karte gerade falsch. Ich meine, im Alter werden die Augen auch schlechter. Ja, auch. Ja. Gut, der Oko hier natürlich, das ist ein Fetchland. Ja. Der Oko hier natürlich genickbrechend, denke ich. Ja, mal gucken, was die Library jetzt noch so anstellt. Einfach mal drei Karten ziehen. Würde ich jetzt aktuell von ausgehen zumindest. Kann man mal machen. So, Ponder zieht. 1, 2, 3. Das ist halt immer die... Was hat er jetzt gerade geelcht? Was liegt unter dem Elch? Ein Arschvollab? Nee, die Snake. Die Snake. Ah ja, stimmt. Die hat er gespielt. Ich war gerade... Ja, schon wieder ein Ponder. Ponder into Ponder sind die guten Ponder. Mhm. Teferi ist abgetickt, bedeutet, man kann hier auch End of Turn Ponder machen. Vielleicht einfach sucht er ja noch nach einem Land für den Uro-Trigger, ne? So, hier eine Karte mehr genommen und noch ein Jace. Uff. Nicht verkehrt.
Nee, auf alle Fälle nicht verkehrt. Nur schickt der Teferit könnte die Strix bouncen. Dann verliert man sein Teferit, tötet aber mit dem Elch den Chase. End of Turn Ponder. Sehr schön. Schön gemacht, schön gesehen. End of Turn Green Sun Zenith ist auch ganz cool, habe ich gehört. Ja, solange man grüne Kreaturen spielt. Ja. Snake ist grün. Wobei, kann Green Sun Zenith nicht Talia holen? Ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die das geschafft haben. Ja, ganz, ganz selten. Wir sind heute gehässig. Bisschen. Das ist aber okay. Das ist okay. Sei uns verziehen. Also ich verzeih uns. Ich mir auch. Gut. Das ist doch schön. Dann sind wir uns alle einig. Oko wird hier ein neues Food kreieren. Gut, ja. Diese Return to Hand ist halt auch wieder voll, ne? Hm? Die Hand ist auch wieder voll. Da, das, auf die Strix, okay. Ja, Return to Nature macht das, macht die weg. Da muss man sie nicht bouncen. Man tötet noch den Jace. Ja, der Gegner hat noch die Library. Ich hätte jetzt die Library. Ah, okay. Gut. Sehr, sehr cool. Auch der wirklich der Leovold, der hier einfach mal die komplette Library auch frisst. Das macht er. Das ist auch eine sehr nette Karte. Spielt der Five Color Snoke Spieler auch Main, oder? Ich glaube im Sideboard 2. Echt? Ich habe zwei Mainboard in meinem Vorkarten. Ja, das ist es halt. Also, ich weiß nicht, ich glaube, sie sind Sideboard, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Gut, bei er wird mich berichtigen. Drei Green Sun Zeniths, ne? Ja, gut, das ist halt was anderes. Dann noch zwei Leovolds. Ja, da kommt ein Blast, der kommt leider spät. Ja, erstmal den willst du nicht zerstören, den willst du countern. Erstmal ist da gleich auch ein Draw. Das ist es nämlich. Ja, eigentlich will man den countern, aber ich glaube, der Counter war hier nicht auf der Hand. Ja, wird es gerade gezogen. Ah, man konnte selbst wenn nicht countern, wegen Teferi. Ah ja. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man halt erst zieht, man dann. Alles so Kleinigkeiten, die man beachten muss. Wird noch nicht mal angeguckt, was man zieht. Jetzt noch einen Counter hatte. Ja. Jetzt noch so eine Narset daneben und dann macht eine das Narset. Ja, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Dafür, dass die am Anfang so viel gespielt wurden, der Teferi so wenig, hat sich das ein bisschen gedreht. Ja, das stimmt. Das ist schon interessant. Also mehr Blasts. Weil Snappy Blast. Aber hier natürlich die Frage, reicht das? Weil gegen Elch, Food und Teferi hat man halt Lyrie und Snappy, das schon nicht verkehrt. Snappy war noch auf der Hand. Mhm. Okay. Hier ist der Bounce Draw, da ist ein neuer Oko. Also alles wie vorher nur schlimmer. Alles wie vorher nur schlimmer. Ich glaube, das war's dann jetzt auch so langsam für den Jackpot-Spieler. Ja, vor allem, wenn man hier guckt, Snowcore-Spieler noch mit 4-5 Handkarten. Mhm. Das ist Wahnsinn, ne? Wie viele? Auf 1. Ja. Ja, es ist wirklich interessant. Auch wie gesagt, wie swingy die Decks sind. Zwischenzeitlich war Jackpot so weit vorne, dann war Snowcore so weit vorne, dann hat der Jackpot-Spieler wieder aufgeholt. Mhm. Und am Ende, Oh. Okay. Der Bolas. Nicole Bolas. Er zerstört jetzt noch den Oko und dann verliert der Jackpot-Spieler. Du meinst das Abrupt Decay? Ja. Oder er zerstört jetzt einen Elch und überlebt eine Runde, solange der andere nicht irgendwie swordet, selbst wenn er doch. Ja, aber er sucht ja jetzt noch. Er hat doch das Force schon auf der Hand, oder? Nee. Er resolved. Okay. Der Okut geht dahin. Ja. Und dann hat man verloren, weil die beiden Elche zuhauen. Und selbst hier mit Kotal hätte er auch zugehauen. Okay. Ja, 2-0 für Snowco nach zwei echt krass swingy Games, die echt schön anzugucken waren. Ja, auf alle Fälle immer nett zuzuschauen, so Matches. Ja. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.